Ganze gleich noch einmal. Nicht übermütig werden. Nur die drei besten Cheerleader-Teams werden in den Frühjahrsferien zum berühmten Cheerleader-Camp am Jammersee eingeladen. Und dann kommen die nationalen Monsterschaften. Nichts wird... Frankie, du übertreibst mal wieder die Beinarbeit. Also, na ja, beim vielen Rucken und Zucken kommt man eben ruckzuck aus dem Tritt. Wenn du hier deine Cheerleader-Probezeit überstehen willst, solltest du dich sammeln. Hast du verstanden, Frankie? Julia, hol mir bitte etwas zu trinken. Und ihr anderen übt weiter. Gib mir deinen, dann kriegst du meinen. Mit dem sieht mein Gesicht blau aus. Aber dein Gesicht ist blau. Hey, Frankie, wie läuft das Training? Oh, super. Bist du sicher? Cleo ist ja auch gar nicht anspruchsvoll. Oder überheblich. Oder nervig. Oder arrogant. Okay, aber doch nur, weil sie das Beste aus uns herausholen will. Und es ist gut, Ziele zu haben. Hör mal, Dilo. Ich heiße Draculaura. Deine Schulter brennt. Oh! Du tust so, als würde ich dich völlig kalt lassen. Aber wart's nur ab. Du wirst mich nämlich zum Geisterball begleiten. Au, warum kneifst du mich? Weil du träumst, wenn du glaubst, dass ich dich begleiten werde. Lass uns hier verschwinden, bevor du endgültig abblitzt. Heath ist so nervig. Aber irgendwie gefällt er mir. Kann mal jemand mich kneifen? Das war grauenhaft. Machst du Witze? Die Choreografie war fantastisch. Fantastisch reicht nicht. Ihr müsst absolut perfekt sein, sonst könnt ihr das Cheerleader-Camp vergessen. Du hast recht. Wie immer. Wir wollten dir etwas zeigen, was wir neu einstudiert haben. Gib mir ein W, gib mir ein E, gib mir ein Q, U, I, T. Wir steigen aus, wir steigen aus. Soll das ein schlechter Scherz sein, oder was? Oh, das ist kein Scherz. Wir lassen uns von dir nicht mehr herumkommandieren. Wir werden im Grusikel des Schultheaters groß rauskommen. Genau das Richtige für coole Miezen wie uns. Viel Erfolg bei den Monsterschaften. Was willst du noch hier? Ich bin noch so jung und niemand nimmt mich ernst, außer dir. Und deshalb nehme ich das Cheerleading ernst. Also bleibe ich hier. Ach, das hat aber gedauert. Hey, und wo ich jetzt die Einzige hier bin, könntest du nicht meine Probezeit beenden? Gut, du bist in das Team aufgenommen. Ich nehm's zurück. Los, Julia, du musst dir Flugblätter ausdenken. Wir suchen uns neue Talente. Vortanzen morgen früh. Ich noch mal von vorn, bitte. Was hat das denn bitte schön mit Cheerleading zu tun? Könnt ihr mir das verraten? Ihr werdet ab sofort bei jedem Schulevent auftreten, auch wenn das unter meiner Würde ist. Ihr braucht dringend Übung. 2, 4, 6, 8, mit dem nächsten Zug Schachmatt. 6 und 7 und 8 und 9, deine Dame wird bereuen. Diese komplexe Frage ist der Knackpunkt für die Existenz des postmodernen Monsters. Monster High, eure Gegenargumente. Bla, bla, bla. Die Antwort ist schon da. Noch 7 Sekunden. Monster High, eure Argumente sind top. Ring, ring, ring. Der Ball muss durch den Ring. Was? Vom Cheerleader Camp ist jemand hier, um uns zu begutachten? Oh, ich glaube, da sucht jemand deine Aufmerksamkeit. Heath Burns, uninteressant. Wenn doch Claude mal rübersehen würde. Oh, ich wette, wenn wir eine super steile Pyramide mit dir ganz oben aufbauen würden, würde er dich total bemerken. Hört mal, so weit seid ihr noch nicht. Hey! Frische Blutwurst! Kauft sie, solange sie noch warm ist. Oh, Blut! Das war echt krass. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Bam! Mega peinlich. Ich glaube, ein paar Kids haben das Video schon in Gruseltube gepostet. Du bist echt gemein. Und dich soll ich zum Geisterball begleiten. Dann lass es doch. G-
Geh mit mir. Aber ich hab's Heath doch schon versprochen. Hey, Burns, wär's nicht besser, sie geht mit mir? Natürlich, Claude. Wo ist das Problem? Also abgemacht. Ich hol dich um 6 ab. Ja, gerne. So, so. Du gehst also mit meinem Bruderherz zu dem Ball. Na, zufrieden, Captain? Nein, im Gegenteil. Ich fühle mich in meiner Würde verletzt. Mein Ruf als Cheerleader-Captain ist total ruiniert. Schlimmer geht's wirklich nicht. Ich melde mich. Absender? Scary Murphy, Yamasee. Solltest du dich nicht für euren Auftritt fertig machen? Ist doch eh sinnlos. Wenn wir nicht ins Cheerleader-Camp kommen, ist das alles hier wertlos. Nun komm schon, du wirst es schon früh genug erfahren, hä? Also mach dir keinen Stress und hab einfach Spaß. Pass mal auf jetzt. Sie sammeln Geld für die Footballmannschaft. Ist also ein guter Zweck? Wie niedlich. Hey, hier ist Cleo. Julia, irgendwelche Mitteilungen? Achtung, Schülerschaft der Monsterhai. Der Geisterwald ist eröffnet. Oh, gleich ist unser Auftritt. Wo ist Cleo? Sie hat noch nie einen Auftritt verpasst. Ich hab's. Sie will uns testen, genau. Das Cheerleader-Camp steht kurz bevor und sie möchte herausfinden, ob bei uns alles sitzt und wir mit jeder Situation fertig werden. Also komm, zeigen wir ihr, dass wir das Zeug dazu haben. Und nun, Captain des Schwimmteams, Laguna. Das Kistenballteam, Captain Claude Wood. Cleo dreht uns den Rücken zu. Damit will sie uns sagen, dass wir langweilig sind. Schalten wir einen Gang höher. Hey Mädels, das kann schon mal vorkommen. Ihr macht tolle Fortschritte. Ihr kommt beim Cheerleader-Camp bestimmt ganz groß raus. Danke, Laguna. Hey, willst du gar nicht mit Gil tanzen? Er lächelt zu dir rüber. Wirklich? Wenn doch nicht alles so kompliziert wäre. Freunde können total zusammen tanzen. Du brauchst dir doch nur Dracolaura und Claude anzusehen. Das passt irgendwie nicht. Weißt du, da ist etwas, was ich dir schon lange erzählen wollte. Echt? Ich auch. Du zuerst. Also, wir kennen uns nun schon seit so langer Zeit. Stimmt's? Und ich meine, du bist Claudines Freundin und ich möchte keine Missverständnisse. Aber seit du bei den Cheerleaders bist. Ja, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Du und ich. Ja? Sind wirklich gute Freunde geworden. Natürlich wäre ich gern deine Freundin. Oh, gute Freunde. Ja, passt perfekt. Ich muss gehen. Oh. Warte. Ich möchte wissen, wie oft unser Video schon aufgerufen wurde. Ja, ich konnte letzte Nacht kaum schlafen vor Aufregung. Nur 1 Million Klicks und wir dürfen zum Cheerleader-Camp. Ihr habt bestimmt schon 150.000. Hey. Nur 6 Leute wollten es sehen? Unmöglich. Gestern wurde es einmal aufgerufen und dann sind da noch wir 6. Ich hab's mir noch nicht angesehen. Was? Ich war beschäftigt und er glaubt, die Haut pflegt sich von alleine. Ich glaube es einfach nicht. Oh, Mädels, das tut mir echt leid. Komm schon, wir können nicht einfach so aufgeben. Auf der Website steht, die Zeit läuft um 3 Uhr ab. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Ihr habt mich aufgebaut, als ich alle Hoffnung verloren hatte. Und jetzt werde ich als allseits beliebte und wunderschöne Führerin eben das Gleiche tun. Nicht jetzt, Julia. Ich will aufmuntern. In Wirtschaftskunde haben wir viel über Marketing gelernt, wie man die Nachfrage ankurbelt. Wir können einiges tun, damit alle wie wild auf das Video sind. Vertraut mir, meine Lieben. Schüler der Monsterhai, eure Cheerleader brauchen eure Unterstützung. Schaut euch unser Video an. Erzählt euren Freunden davon. Also, das war wohl nichts. Nicht jetzt, Julia. Frankie, nimm's in die Hand. Zu Befehl.
Nur 15 Aufrufe. Bei diesem Tempo brauchen wir für die Millionen 100.000 Jahre. Oh, dann bin selbst ich für das Camp zu alt. Das funktioniert alles nicht, Cleo. Was sollen wir nur tun? Die Zeit läuft uns davon. Ich denke. Oh, ich hab's. Wir warten bis zur nächsten Vollmondnacht und dann werde ich... Oh, nein. Lieber nicht. Wie könnten wir Leute auf das Video aufmerksam machen? Julia, was ist denn nun schon wieder? Wie? Du kannst unser Video auf der Homepage von Gruseltube platzieren? Ist das dein Ernst? Jedes Mal, wenn jemand das Video aufruft, kann er den Link an alle Personen in seinem Adressbuch schicken. Das ist phänomenal. Julia, das ist genial. Warum kommst du erst jetzt raus damit? Julia, es funktioniert! Ich glaub's einfach nicht. Wir schaffen es! Wir sind ganz dicht dran. Warum hat es angehalten? Handtücher? Hab ich Schuhe? 10 Paar flache, 9 Boots, 8 Sandalen. Sind das genug? Für heute schon. Stylisch und funktionell. Hey, es wird wahr. Der Bus ist da. Juhu! Fühlt ihr euch auch fit wie die Turnschuhe? Turnschuhe? Ich wusste, ich hab was vergessen. Ich hoffe, ihr habt noch etwas Platz für eure Cheerleader-Kostüme gelassen. Du siehst das alles zu eng. Am Yamasee geht es nicht nur um Cheerleading. Ja, der nördliche Strand ist ein Traum. Der See ist riesig. Es gibt Fun. Ich muss euch enttäuschen. Wir werden die ganze Zeit in der Cheerleader-Akademie am Südufer sein. Die ganze Zeit? Jedes Jahr verleiht die berühmte Cheerleader-Akademie den Paradestab an das beste Team. Und jedes Jahr hat das Siegerteam später die nationalen Monsterschaften gewonnen. Zufall? Wohl kaum. Wir wollen auf jeden Fall diesen Stab. Es heißt, früher hat immer nur Monster High den Paradestab gewonnen. Früher, als wir noch waren. Guten Tag, ihr Lieben. Die Aussichten auf Frühlingsferien am Yamasee und im Wasser machen mich ganz kribbelig. Du freust dich wohl auf dein Element. Nein, ich stehe mehr auf Salzwasser. Gil hat's mehr mit Süßwasser. Aber glaubt mir, ich kann trotzdem mithalten. Wie wär's mit einem kleinen Song? Wow! Oh, ich bin noch nicht ganz warm. Aha. Noch schöner geht's eigentlich gar nicht. Wenn schon ein Claude Wolf toll ist, was ist erst mit 2, 3, 4? Ich liebe den Yamasee. Hey, das ist nur mein Traum, klar? Frankie, mein Fußgelenk. Jetzt musst du die Leitung des Teams übernehmen. Ich? Du wirst es schaffen. Ich weiß es. Wir alle glauben an dich. Captain. Jetzt hilft nur eins. Mund-zu-Mund-Bewässerung. Wo ich den Paradestab habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Oh. Cleo, wache auf, wir sind da. Meine Damen, willkommen am Yamasee. Es ist noch viel schöner hier, als ich mir erträumt habe. Oh, wie belebend. Das gibt neue Energie. Endlich werden wir alle die Anerkennung und den Respekt bekommen, den ich verdiene. Mr. Heck, bringen Sie unser Gepäck zum Haupteingang. Euer Bungalow liegt etwas abseits, ihr Traumtänzer. Naja, vielleicht ist es halt so schlimm.